Jo Leute, da sind wir wieder beim Twilight Forest Mod Teil 2. Ja, wer es nicht gerafft hat, gestern kam Teil 1, da wurden die Biome und die Mobs erklärt und gezeigt. Da könnt ihr drauf gucken, ich habe eine Playlist, ist eh in der Video in der Leiste, wenn nicht geht auf meinen Kanal. Da könnt ihr The Twilight Forest Mod Teil 1 angucken, ihr seid hier bei Teil 2 und heute kümmern wir uns um die wichtigsten Items. Deswegen Intro. Jo, ich habe hier schon ein paar Items rausgesucht. Ihr seht jetzt hier Twilight Forest muss die Blöcke, die muss ich euch nicht alle erklären. Die könnt ihr craften für Deko und so weiter und so fort. Ihr seht hier zum Beispiel Nagaschuppen, könnt ihr für Rüstung benutzen. Es gibt auch diese Rüstung. Crafting-Rezepte guckt ihr am besten auf der Mod-Seite an. Und ich muss jetzt nicht jede Rüstung anziehen, um zu gucken, wie das aussieht und was das alles aushält, weil wen das wirklich interessiert, der sollte das am besten selbst ausprobieren. Ich zeige euch jetzt die allerwichtigsten Items. Halt die Fresse. Geh weg, Regen. So, wir fangen hier an. Hier haben wir einmal Reiz des Lebens. Es gibt hier zwei Stufen, einmal 1 und einmal 2. Ich gehe in Game Mode 0. Und jetzt seht ihr hier, ich habe den im Inventar. Mach dann slash kill. Und ich lebe noch. Wenn ihr den im Inventar habt, dann überlebt ihr und bekommt keine Effekte. Aber euer Leben füllt sich wieder auf. Reiz des Lebens 2. Ich kill mich und ich hab wieder überlebt. Und jetzt bekomme ich hier noch Effekte dazu. Regeneration 4, Resistenz, Feuerresistenz. Also, wenn ihr diese Items findet in der Chest bei den Hollow Hills oder whatever, da wo die Hydra lauert, oder bei den Boss in den Kisten, bekommt ihr diese ganzen Items, dann seid ihr richtig cool. So, dann gibt's hier Reiz des Halten. Ich kill mich und ich bin tot. Scheiße. Jetzt guckt euch an, da schwirrt was in der Gegend rum. Beim Respawnen, ich weiß nicht genau, was das jetzt gebracht hat. Ich konnte respawnen und das Teil schwirrt rum. Jetzt gehe ich nochmal auf Kill, gehe auf Wiederbeleben und es schwirrt schon wieder rum. Ich glaube nämlich, passte mal auf, was heißt ich glaube nämlich, ich weiß es, ich habe es nur verpeilt. So, wir gehen mal hier hin, mach mal einfach so, so, nehmen die ins Inventar, gehen wieder auf Game Mode 0 und nehmen uns Reiz des Haltens und machen jetzt slash kill. Oh nein, ich bin gestorben. Och, ich habe mein Inventar wieder. Warte mal, war das jetzt so? Slash Game Mode 1. Ich muss gucken, ob ich nicht gefailt habe. Wartet mal, wo ist das? Wo ist das nochmal? Das ist hier. Reiz des Haltens 1. So, ich gehe jetzt mal nach da hinten. Hier werde ich sterben. So, ich bin gestorben. Und ihr seht, ich bin da hinten gestorben. Ich habe mein Inventar gleich. Und die Stufen hier zeigen an, wie viel vom Inventar eben behalten wird. Ja, ziemlich cool auf jeden Fall, finde ich. Man stirbt zwar, aber kann sein Inventar behalten. Und das ist manchmal echt eine Erleichterung. Stellt euch vor, ihr fallt in die Lava und eure Dias sind weg. Deswegen habt ihr mit diesen Items auf jeden Fall Glück. So, hier seht ihr drei Items, die mega geil sind, muss ich sagen. Die hier habe ich euch gestern schon mal als Spoiler gezeigt, sozusagen. Das ist, ich sag einfach mal, eine Taschenlampe, eine Torchgun, whatever. Es ist die Mondkönigin. Die könnt ihr nämlich finden, auch in den Kisten von Bossen und so weiter. Und da könnt ihr, wenn es dunkel ist, ich mach mal hell. Und die scheißt hier natürlich ihr Zeug aus. Und die hat es ziemlich drauf, würde ich sagen. So, ihr seht, die hat eine Haltbarkeit und wenn die halt verbraucht ist, dann habt ihr Pech. So. Ich finde es ziemlich cool, diese Mondkönigin.
Wie findet ihr dieses Item? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. So, hier haben wir den Pfauenfeta-Ventilator. Und, ja. Der weht hier einzelne Büsche um, wie ihr hier sehen könnt. Und ihr könnt unter anderem, jetzt brauche ich einen Mob. Warte, wo ist denn hier? Da war doch ein Eichhörnchen. Hallo Eichhörnchen. Eichhörnchen. Da hinten ist ein Hirsch. Okay, ich zeige es euch beim Hirsch, aber ich gehe wieder Game Mode 1. So, guckt mal hier. Huch. Warte. Huch. So, und dann? Wartet. Was war denn das jetzt? Warum? Warte. Ich raff's nämlich nicht. Es hat sonst immer geklappt. Ah, okay, ihr müsst Leertaste drücken und dann den Ventilator. Wow, es tut weh, aber so könnt ihr zum Beispiel auch höher springen. Jetzt habe ich es nämlich richtig, ich habe vergessen, wie es funktioniert hat. Mann. Und dann haben wir hier ein bröckelndes Horn. Das erinnert mich so ein bisschen an die Mauern von Jericho. Kennt ihr das, wenn die da mit den Hörnern so blasen? Und dann bröckelt die Mauer und stürzt ein. Genauso ist das hier. Wir gehen jetzt mal unter die Erde ein bisschen. So, und jetzt hört ihr das? Es bröckelt alles, wird erst zu Cobblestone, dann zu Gravel und dann geht's tiefer. Bei den Erzen funktioniert es nicht. Es kommt dann nämlich, also wenn ihr jetzt zum Beispiel hier ein Eisenerz ist, das filtert es sozusagen raus, das kann ich euch zeigen. Moment, ich zeige es euch dort hinten. Nee, nicht dort hinten, sondern da unten. Da habe ich das nämlich schon gemacht. Es war, glaube ich, hier. Hey, wo ist es hin? Das war doch hier. Oh Mann, wo ist es denn? Da hinten, glaube ich. Da unten. Guckt es euch an. Ich habe hier auch ein bisschen rumgeblökt. Und das Eisen bleibt dann hier über. Wie ihr es sehen könnt. Alles, was nicht Erde oder Stein ist. So, wunderbar. So, ups. Ich lösche mal mein Inventar. Game Mode 1. Und alles hier löschen. So. Wunderbar. Dann gehen wir eins weiter. Hier haben wir einmal Verwandlungspuder. Das kann folgendes. Und zwar kann es diese Mobs hier in Oberwelt-Mobs verwandeln. Und die Oberwelt-Mobs, ja, sind dann halt da. Ach fuck, ich muss hier Monster anmachen. Hier haben wir einen Minotaurus. Wenn ihr den verwandelt, bekommt ihr einen Pigman. Ein Mouflon-Schaf ergibt ein normales Schaf. Ein Hirsch ergibt eine Kuh. Eine Schwarmspinne. Eine Höhlenspinne. Ein feindseliger Wolf wird ein normaler Wolf. Ihr könnt die übrigens auch wieder zurückverwandeln. Ziemlich cool auf jeden Fall. Ein Rotkäppchen. Oho, wird zu den Villagern. Eine Heckenspinne, logischerweise zu einer normalen Spinne. Ein Wildschwein zu einem Schwein. So. Und dann haben wir noch die hier. Ein Gespenst wird zu... Einer Lohe. Ein Rabe zu einer... Fledermaus und ein Pinguin zu einem Chicken. Jo, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr diese Funktion findet. Mögt ihr die? Hat die was drauf? Kann die was? Ich freue mich auf eure Kommentare. So, dann haben wir hier verschiedene Zepter. Ihr seht hier schon, Zepter des Zwielichts hat 99 Charges. Das heißt, wenn ihr im Game Mode 0 seid, könnt ihr die 99 mal benutzen. Danach müsst ihr es wieder aufladen. Die hier ladet ihr zum Beispiel mit einer Enderperle auf.
dass hier mit eine mit Zombiefleisch war es, glaube ich. Ich weiß es nicht. Dann müsste ich nochmal nachgucken, hab's vergessen. Da, und das hier mit einem Spinnenauge. Mit einem fermentierten oder so, wie das heißt. Und damit könnt ihr erstmal Damage machen. So, hier, das saugt ihr Leben aus. Wupp, bis es tot ist. Dasselbe kann der kann dieser Stab hier auch. Der macht halt Damage und schießt so Enderperlen drauf. Und, jo, ist auch ziemlich cool. Aber was ich jetzt mega, mega cool finde, hier, die beiden haben 99 Charges. Und jetzt hat der hier hat nur 9. Denn der hier spawnt Zombies. Und das hier sind nicht eure Gegner, das sind eure Verfolger, was heißt es? Eure Gefährten, guck mal. Los, Zombie! Aha, der ist auch noch stark. Und kämpft. Warum kämpft er jetzt gegen den? Bist du behindert, Zombie? Du hast keine Chance. Oder doch? Oh, Zombie, ich liebe dich. Gut hast du das gemacht. Dann kannst du den hier mal noch killen, bitte. Während ich die anderen Sachen vorstelle. Wir haben hier nämlich noch einen Erzmagnet. Geh bitte die anderen killen. Los. Damit könnt ihr die Erze aus dem Boden rausziehen. Achtung. Wenn da welche sind. Hier war jetzt keiner. Da war keins. Da war keins. Hallo. Keine Erze. Aha! Da ist nichts. Da müssen wir ein bisschen probieren. Warum brennst du? Bist du behindert? Ah ja, okay. Die haben eine bestimmte Lebenszeit, habe ich vergessen zu sagen. Und dieses hier, das sind Wurzeln. Aha. Warum ziehst du die mit raus? Ist da unten drunter was? Nee, also okay. Er zieht Wurzeln auch mit raus, was sehr sinnvoll ist. Ja. Wurzeln für die Welt! So, komm schon. Komm schon, ich will noch mal was. Ey, nee, Mann. Gerade gar nichts mehr auf Lager. Ah, doch, hier haben wir Erze noch mehr. Cool. Wie findet ihr diese Funktion? Ich finde sie ziemlich cool. Dann haben wir hier noch zur Deko die Trophäen der Bosse. Es gibt einmal Naga-Boss. Da haben wir hier den Kopf. Hydra-Trophäe. Ich finde die mega geil modelliert. Welches findet ihr am besten davon? Mhm, ein Lichtkönig. Und hier, die hier finde ich mega geil. Welche findet ihr am besten? Schreibt's mir doch in die Kommentare. So, jetzt haben wir hier 3 verschiedene Karten. Ich habe hier schon eine magische Karte geöffnet. Die zeigt euch, wo sich was befindet. Ihr seht schon hier, dass es in diese Richtung einen Lichtkönig gibt, eine Hydra und ja, da unten sehe ich einen Naga und wir fliegen jetzt in diese Richtung. Denn dort ist ein Labyrinth. Was ich euch in der letzten Folge nicht zeigen konnte, kann ich euch jetzt zeigen. Und das finde ich mega, 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 mega geil. So, gehen wir hier hin. Und ihr seht diesen Hügel da. Dort befindet sich nämlich das Labyrinth, beziehungsweise der Eingang des Labyrinths. Ich werde jetzt nicht durch das Labyrinth durchrushen. Und so, da ganz unten. Wunderbar, ne? Jetzt haben wir hier eine leere Labyrinthkarte. Wuhu. Jetzt Achtung, es lädt. Hier sind übrigens die Käfer, die ich euch gestern gezeigt habe. Die sind aggressiv. So. Und ihr seht, es werden die Gänge aufgezeigt. Das heißt, ihr könnt dann sofort loslegen und versuchen, aus dem Labyrinth wieder rauszukommen und zum Beispiel Schatztruhen sich jetzt ergattern. Whatever you want, ne? So. Irgendwas ist in der Richtung, kann das sein? Ne, da ist nur Erde. So, jetzt haben wir hier eine leere Labyrinth-Erzkarte. Die lassen wir jetzt auch mal laden. So, die zeigt jetzt halt noch Erze an. Warte mal, wir laufen mal in diese Richtung. Und jetzt graben wir mal hier rein. So, hier haben wir Gold. Ich weiß es nicht, war das angezeigt? Das war irgendwas Grünes angezeigt. Hallo. Hallo. Egal, warte mal. Diese, nee, nicht diese Karte. Guck mal, hier, wo wir jetzt sind, ist kein Erz angezeigt. Aber da, wo wir hier sind, ah doch, wird angezeigt hier. Einmal ein Goldvorkommen, hier, direkt da. Ups, es müsste eigentlich direkt hier daneben auch noch was sein.
Ich weiß aber nicht, wo. Ihr habt da gesehen, was Grünes. Also ich hab's. Ich sehe es hier zumindest auf der Karte. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Naja, ich finde es ziemlich hilfreich. Ich habe jetzt nicht so megamäßig viel damit gearbeitet. Das heißt, ich kenne mich da jetzt. Also ich bin nicht routiniert da drin. Wer von euch weiß, was das Wort routiniert bedeutet? Bestimmt keiner. Egal. Auf jeden Fall war es das jetzt mit der Twilight Forest Mod Review. Wenn ihr unbedingt noch etwas erkunden wollt, irgendwas selbst austesten, was ich euch nur empfehlen kann, der downloadet diese Mod und hat Spaß damit. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, der guckt am besten auf meinem Kanal vorbei und ich würde dann ansonsten sagen, schreibt mir rein, was ihr in diesem Teil am besten fandet und ich sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Basti zockt. Ciao!